Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Es ist mal wieder Nacht, wir kennen es ja. Es ist doch schön. Schlaf lieber nicht, dass das gleiche Regnen wieder anfängt. Und zwar, ich habe jetzt schon mal die Naga Scales in der Tasche, weil wir möchten jetzt natürlich uns einen Impregnated Stick bauen und den machen wir im Assembler mit 50 Liter Seed Oil. Das heißt, wir haben ja schon mal da hinten die richtige Maschine. Packe ich mal hier die Batterie da rein und drehe sie mal nach oben. Das soll sie mir nicht hier reinfüllen. So, dann heißt es jetzt, ich brauche jetzt 50. Habe ich denn hier überhaupt Seed? Pumpkin Seed. Dann täte es ja lohnen, sich Pumpkins ab und zu mitgenommen zu haben. Ich brauche noch einen Seed. Und ich glaube, ich habe noch einen gesehen. Einen habe ich nicht. Habe ich einen gemacht. Fast dasselbe. Ich hoffe, dass das jetzt auch 10 sind. Natürlich nicht. Das ist ja zum Mäuse melken. Das Schlimme ist jetzt halt, ne, aus Karotte macht er was anders, ne? Weil Seed wirst du nicht. Harngas. So, 50 Liter brauche ich, 49 habe ich. Ich bin begeistert von mir selber. Hätte ich einfach nur einen scheiß Kürbis nochmal platt gemacht. Ist ja nicht so, dass ich da keine habe davon. Hier habe ich alleine 12. Wird da auch mehr rauskommen. Nur Bali ist der, wo so wenig ist oder so. Tatsächlich, ich kriege ihn. Ich will mich verarschen. Ist da was? Bevor ich mir jetzt das antue, schmeiß ich die gleich hier weg. Also. Ich hol mir nochmal einen Weizen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl wirklich nicht wahr sein. Weil man zu faul zum Laufen ist, ne? Schaut mal, ich habe sogar noch 4 Seeds. Ja, wer kann denn ahnen, dass Bali das einzigste ist, was weniger hat als 10? So. Arme bitte nach oben. Ein. Auf den Tag. So, Dolly kommt dahin. Dumm. 3 Stunden später. Output 50 Millibug Seed Oil. Dankeschön. Tschüss. So, und dann kommst du jetzt du da rein. Auch gleich wieder machen. Tschüss. Kommst du wieder drauf? Jetzt brauche ich den Stick, den wo ich versteckt habe. Ich glaube zumindest, dass ich einen Stick brauche. Ich guck mal lieber halt sicherheitshalber nach. Und ich brauche ein Circuit Nummer 2.
Den habe ich nicht. Dann baue ich mir einen. Wobei, Moment. Ihn zurück zu verwandeln ist das wenigste Problem. Nimm alles zurück, ich habe schon eine 2. Weil wir haben ja gelernt, ne? Nehme das, was du hast, und lass das andere in Ruhe. Weil wenn ich den zu 99,9% nicht brauche, Socket 1 habe ich sogar zweimal. So, wir haben einen Impregnated Stick. So, dann brauchen wir jetzt als nächstes für die Caps einen Ring. 4 Schrauben und den brauche ich zweimal, ne? Okay, also wir brauchen einen Eisenring, 4 Schrauben und 4-mal Folie. So, das heißt, das da. Ich schätze mal, ich bin langsamer drüben als der fertig. Mache ich wieder rein. Ich mache hier rein. So, dann machen wir zuerst einen Ring. Dann machen wir einen Bolt. So, fertig. Ich bitte noch die Röckchen. Ja. Ja. Halt. Dann heißt es, du kommst dahin. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Und ich habe 2 Iron Caps. Die hatte ich schon mal erkannt. So, dann brauchen wir jetzt 4 Aluminiumschrauben. Dasselbe Spiel, was wir gerade gemacht haben, machen wir nochmal. Ja, genau. Ich drück mal schnell eine Karotte durch. Ich mach mal aus dem Eisen, aus dem Aluminium. Mache ich mal ganz schnell eine Karotte. Das ist die Frage, nö, jetzt ist keine Frage mehr. Ich kann das mit einschmelzen. Aber es die nötigen Sachen dafür. So, 4 Aluminiumschrauben. Komplett. So, dann kommst du dahin. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Und du kommst dahin. Und wir haben unseren Zauberstab. Hurra! Wir haben soweit fertig, dass wir jetzt mit dem Zaubern beginnen. Das heißt, das heißt aber auch gleich, ich gehe mal wieder an meine Lagermauer. Ich habe da nämlich ein paar Saumannemekanen schon da. Auch schon mal fertig. Oh, okay. Ich klick's jetzt einfach mal weg. Dass wir weitermachen können. Und zwar, wir möchten diesen Table herstellen. Dafür brauchen wir jetzt Slabs. Wir brauchen Sticks und eine Eisenschraube und einen Schraubendreher. Davon muss ich 3 Stück herstellen und das ist einer. Das ist kein Problem. Wie gesagt, diese Warp-Sachen, die schaue ich mir später an. Aber das, also ich weiß auf jeden Fall, dass man um ganz gewisse Sachen im Buch freizuschalten, soll man halt verbotene Magie machen, kriegt dann lustige Effekte. Sehen wir jedes Mal, wenn wir bei uns auf anderen Server sind und Sebo da ist. Weil das ist ja
auf dem anderen Server unser Man für Soundcraft. Ja, und ist total witzig. Also, entweder fallen Schweine vom Himmel. Aber vielleicht lasse ich hier noch sehen. Ich werde vielleicht hier auch noch verzweifeln. So, wir haben hier Iron Bolts. Ich brauche 3 Schrauben. Ja, erreichen mir die 3 Iron Bolts. So, meist rein. So, und das heißt, ich brauche jetzt 15 davon. Ich brauche nur noch einen Schraubendreher. Achso, ja, ich kann mal ein bisschen was reinschmeißen. Ich habe das Zeug nämlich aus dem Nether mitgebracht. Alunite. Mal rein. Wow, überhaupt nicht lange gedauert, bis es da war. So, das heißt jetzt für mich, ich muss daher gehen. Der ist voll. So, das war glaube ich so. Nein, war es nicht. Es war so. Dann gib mir mal davon bitte mal 8 Stück. Dankeschön. Wir wollen da daraus nämlich 6 machen. Danach werde ich bestimmt jetzt richtig viele Sticks kriegen, weil ich die bestimmt irgendwo. Nö, habe ich nicht. Ich habe keine Sticks mehr einstecken gehabt. Ja, okay, man braucht halt, ne, wenn man die meiste Zeit seine Fackeln und seinen sonstigen Gedöns von was anderem kriegt, braucht man keine Sticks mehr. So, dann heißt es, die Schrauben kommen da rein. Und der Schraubendreher drunter. Und ich habe 1, 2, 3. 3 von diesen schönen Tables. Okay. Dann brauche ich jetzt das Scripting Tool. Das heißt, ich brauche 2x Rubber Round. Rubber Round kriege ich wie? Mold Round. Rubber Chip. Rubber Chip in der Säge. Ich schätze mal, ich habe die ganzen Rubber-Dinger natürlich verballert. Das ist natürlich klar. So. Aber wir haben eine Maschine jetzt dafür. Ist das nicht schön? Du kommst da rein. Du kommst da rein. Und et voilà, schon haben wir 9 davon. So, und nun? Mold Round. Moment, muss ich mal gucken. Aber, oder ist das Round? Nee, das ist Ball, nicht Round. Roundabout. Aber das ist kein Problem. Den baue ich mir jetzt. Halt. Ich brauche, glaube ich, 4. Das soll ich mitnehmen. Weil, wenn ich die nämlich gleich reinschmeiße, dann kriege ich auch vielleicht das mit dem einen Schmelzvorgang. Ach ja, wobei, ich habe einen Tank, glaube ich, da. Nichts gesagt. Dich rein, dich rein, dich rein. Und dann in das blaue Ding rein. Wir haben unseren Spaß. Ach, steht hier irgendwas rum, was hier nicht hingehört. Ein Zombie. Wir haben von meiner Bewaffnung gehört. Okay. Ah doch, der ist geladen.
Da muss ich mich nämlich dran gewöhnen, dass ich die jetzt dann definitiv immer nach dem letzten Schuss dann gleich auflade. So, dann machen wir mal gleich im Bowl. All. Pfeile und Hammer. Dankeschön. Melze. So, das stelle ich jetzt mal innen rein und nicht außen. Wäre ein bisschen bescheuert, wenn mich das jetzt außen machen geht. So, dann heißt das jetzt, die stelle ich hier hin. Und einmal mit dem Zauberstab. Und dann stelle ich dich da hin. Dafür machen wir jetzt gerade das andere. Falls sie vielleicht gleich ein Inksekt brauchen. Oder schwarz, und ich glaube, ich habe hier kein Schwarz. So, dann haben wir mal den Ball. Das heißt, ich kann die jetzt wieder einschmelzen und so die Nuggets zum Ball verarbeiten. Und ich schaue mal, ob ich vielleicht in dem kleinen Gewässer da unten ein paar von den Viechern rumschwimmen sehe. Ich natürlich super. Aber das wäre jetzt natürlich Falschiti, wenn da jetzt auf einmal das spawnen geht, was ich brauche. Hey, wenn ich den einmal erwische, ne? Dich erwischt. Du kleine Sau. Und ich habe drei Bolts noch verschossen. Krieg ich wieder, danke. Habe ich einen kleinen Säcke, ne? Und ich muss Zielwasser trinken, dass ich die Erde treffe. Ich glaube, wenn ich jetzt vorgelaufen wäre zur Mauer, wäre ich schneller gewesen. Aber dann geht ja auch zum Beispiel so ein Bassin mal Sinn machen, wenn da auch Tintenfische drin wären. Und da aber nicht. Okay, dann ab wieder in die Werkstatt. Oh mal, habe ich hier aus Versehen ein Inksekt dabei? Okay, dann heißt es jetzt für mich aus dem da mache ich jetzt das da und schmeiß die da wieder rein. Dafür brauche ich vier. Und davon brauche ich ach, ich habe einen Ball gemacht, ich Depp. Ja, das war jetzt mal wieder clever. Simply clever. So kann man Aluminium Breast verschwenden. Habe ich nicht. Also ich brauche nochmal vier.
brauche nicht einen Ball, ich brauche einen Round. Und ich brauche Bottle. Rein, das da rein und das da rein. Habe ich schon Eimer einstecken. Jo, habe ich. So. Und dann kann ich den Eimer gleich wieder aufräumen. Weil ich alles drin habe. So, und dann brauche ich jetzt bitte von dir 2. Aber wie gesagt, Stahl geht Gott sei Dank nicht verloren. Das kann man wieder einschmelzen. Das Aluminium-Press war weg. Pfuh. So, das ist mir sowas von wurscht. Okay, also, wir brauchen Round. Und wir brauchen Mode. Das ist Round. Das ist Pfeile. Das ist Hammer. Und dann brauchen wir dasselbe noch in Bottle. Bottle Mode. Hammer. Pfeile. Wie gesagt, will ich sowieso alle einmal haben. Irgendwann wird es bestimmt auch noch eine Quest erfüllen. Kenn mich. So, wenn wir fertig hier. Und die dumm, die dumm. Er ist noch nicht fertig. Das heißt, wir brauchen gleich 2 Flaschen. Dann kriegen wir die raus. So, bist du endlich fertig? Jawohl. Ja, ich nichts dafür, dass du doof bist. Und Ofen, da hast du vollkommen recht. Du kannst trotzdem dich beeilen. Okay, so, dann habe ich jetzt meinen Ball. Ich hoffe, dass jetzt das reicht. Machen wir gleich alle. Kommt da auch noch einen raus? Ja. Ist cool. Ne, da kommen nur 8 raus. So, dann tun wir den Mold jetzt auch daher. Dann das die Glasfläschchen, den mache ich jetzt doch in der Forming Press. Jawohl. Brauche ich 2 Stück. Da geht die zack. War die auch fertig. So, die 2 Sachen haben wir. Dann heißt das jetzt Glasfiole und Rubber Dingsbums daneben. Mal die da. Brauche ich 2 Federn, 2 Inksex, dann gehen wir wieder auf die Mauer. Zwei Federn. Weiß nicht, ob ich Inksex habe. Ja, habe ich sogar. Und das Scribing Tool. So, kommt dahin, dahin und dahin. Ich habe zwar mein Scribing Tool. Wir haben die nächste Quest fertig. Ja, genau. Und jetzt brauchen wir das Saumometer. Und Manometer, das geht nicht so einfach. Und explizit Diamonds habe ich bis jetzt noch nicht bekommen. So nett war er noch nicht. So, aber ich habe ja schon mal Dampfen mehr. So, als erstes klicken wir mal da drauf. Dann haben wir schon mal unseren Table fertig. So, und dann brauchen wir Terra und Aqua. Und wir haben Victus live.
Das sind die, die ich den ich immer nicht bekomme. Ich weiß, dass da noch ein paar andere gibt. Aber das wird sich irgendwann zeigen. So, dann kann ich jetzt in die Kiste da draußen das da und das da reinmachen. Und jetzt brauche ich das Chemical Bath. Habe ich das schon? Ne, habe ich noch nicht. Bin ja auch mittlerweile beim Überlegen, ob ich die Cutting Machine nicht abknüpfe. Sozusagen irgendwo anders hinstelle, zum Beispiel hier hinten hin. Chemical Bath dafür hinmache und dann irgendwann eine Pumpe dran und Lubrikant rein. Das ist aber so besser. Weiß es noch nicht. Weil ich brauche jetzt Papier. Oder ich werde dann Papier brauchen. So, dann wir können mal ins Sommernamekom schauen. Das ist ein bisschen. Machen wir die Tür zu. Und das hat sich ein bisschen erweitert hier. Was jetzt alles genau drin ist, weiß ich gar nicht. Wir brauchen auf jeden Fall das, wo man die ganzen Notes schützt. Das ist, glaube ich, auf der Seite. Dann hat man hier die ganzen Caps. Und die ganzen Zauberstäbe. Dann alles, was Alchemie ist. Dann die ganzen Artefakte, wie die Googles of Revealing. Das heißt, man sieht die Notes. Die Reisedinger. Genau kenne ich mich da auch noch nicht aus. Wie gesagt, Soundcraft ist zwar ein cooler Mod, aber meistens bin ich immer an Gregtech hängen geblieben. So, dann haben wir hier die Golems. Automagic kann ich mir noch gar keinen Reim draus machen. Das wollen wir alles hier kennenlernen. Simple Duplication. Smoky Quartz. Und wie gesagt, hier gibt es zum Beispiel Reiter, die sieht man noch gar nicht. Die kommen erst, wenn man richtig reiche ich. War super. Und das ist auf jeden Fall einen, den ich kenne. Energetics, das heißt, man kann dann sozusagen im ME-System auch die Soundcraft-Aspekte speichern. Und Warp-Theorie, das ist für mich böhmische Dörfer. Witching Gadgets habe ich, glaube ich, einmal gesehen. Oder ist das neu? Das kann auch sein, dass das Witching Gadgets ist, glaube ich, von Mod und irgendwas ist von ihm dann. Weil man die ganzen Sachen nämlich hier drin machen muss. Auch Blood Magic. Und das, was jetzt dann wichtig ist, ist der Brewing Stand. Den brauchen wir ja auch, um die nächsten Sachen zu erforschen. Und das Super Marshmallow. Da kannst du in den Dungeon reingehen und dann alles totklopfen. So, das heißt, wir haben jetzt eigentlich vom Buch her brauche ich jetzt noch ein Saumometer. Manometer. Das ist die Chest, die wo was frisst, wo du es einfach hinschmeißen kannst. Ja, da haben wir halt die blub blub blub, also den Brewing Stand. So, jetzt ist die Frage, Chemical Bath, kann ich mir eins bauen oder nicht? Ich werde mir bestimmt keins bauen können, weil ich zwei Circuits brauche und ich habe nur einen. Jetzt ist nur die Special Frage. Vielleicht kann ich mir den zusammenklauen. Das ist das da, das ist das da. Mal ab. So. Und dann kommt noch, genau. Dann brauche ich bitte aus der oberen Abteilung hier. Gucken wir mal 8 und haue es in die Wiremill rein. Ach scheiße, ich habe keine Boards mehr. Mann. Da verbaue ich wieder Kleber, ne?
Mann, 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 Mann. Epoxidharz. Molten Polyethylen. Ja, klar. Nee, ist klar. Ich brauche mal. Haha, halt, stopp, stopp. Bevor ich jetzt das glühende Leben anfange. Nö, 7 EU, das ist in Ordnung. Komm mal durch. So, das heißt, ich brauche es dann dich. Frage, gibt es das vielleicht dann sogar noch mal besser? Nie geguckt. Schau, nicht mit Kobberfolie, sondern mit der Analytics Kobber. Ja, okay, das habe ich noch nicht. Das heißt, ich kriege 4 Stück raus. Hoffen wir mal. Dass ich jetzt nicht irgendwas übersehen habe. Aber schaut ganz gut aus. Der macht's mal. Das heißt, ich habe jetzt Verdoppelung. Super. So, klasse. So, Chemical Bath. Dann brauche ich jetzt noch die Red Alloy Wire. Sehr schön, dann läufst du. Chemical Bath. Mach mir mal bitte das darüber. Das heißt, ich brauche 2 Konvoie. Das heißt, ich brauche 2 Motoren, eine Pumpe, 3 Motoren. 3 Motoren. Habe ich denn alles drüben schon für 3 Motoren oder muss ich noch was bauen? Oder hinlegen. Ich brauche 4 Motoren. Auch Rubber Rings. So, aber das ist mir jetzt scheißegal, weil die Ringe kann ich jetzt da drüben auch machen. Jetzt muss ich natürlich mal schnell schauen. Mold. Ring. Gibt es natürlich auch. Und da brauche ich nicht mal nachdenken, den baue ich mir jetzt einfach. Hat ja Sinn. Auch Irrsinn ist Sinn. Ja, ob ich jetzt den in den Extruder pack, also sozusagen aus einer Platte dann einen Bahn mache und dann in den Extruder schmeiß oder gleich in den Ding schmeiß und daraus das mache, ist ja Kupf wie gesprungen. So, Ring. Pfeile, Hammer. So. Form, Ring. Da gibt es so viele. So. Das Schlimme ist, dass ich schneller bin als die Schmelze. Das ist ja heftig. Es gibt zwar noch ein kleines Rezept mit dem Chat, aber warum soll ich jetzt das Ding bauen, wenn es auch hier geht? Ja, und ich baue gleich noch eine zweite Pumpe, weil dann die Pumpe ich dann, wie gesagt, neben den Cutter stelle. Da kommt das Lubrikant hin. Und wenn es halt mir nicht, wenn es halt nicht reicht, dann kann ich immer noch einen Wasserkanister hinstellen. Wir haben ja da draußen zum Beispiel was stehen mit Wasser. Kommt einfach der Tank hin und gut ist. So, hätte ich vielleicht noch, nee, dann werde ich jetzt einfach reingelaufen, hätte geguckt, was brauche ich, wäre wieder rausgelaufen, hätte das Zeug geholt,
danach kann ich jetzt kurz warten. Der eine Ring. So. Dann, wir brauchen von Motoren. Das da ist kein Problem. Copperwire ist ein Problem. Schauen wir nach, ob das ein Problem ist. Das ist unrelated Copper. Das ist Copperwire. Das ist Copperwire. Haben wir 32 Stück. Und ab. Ab die Luzi. So, und dann gibst du mir mal 4 Stück. Und dann kann ich mir jetzt nämlich dann auch schenken, dass ich da drüben das Ingot brauche. Weil das kann ich mir dann mal schnell hier rein machen. So, müssen ein paar Ringe rauskommen. Genauso viele wie eigentlich mit dem Extruder. Sonst wäre der Extruder doch besser. Das heißt, wir kriegen im Extruder, kriegen wir immer, glaube ich, 4 raus. Bei 4 Stück. Das heißt, da müssten auch 16 rauskommen. Daumen drücken. Aber schaut gut aus. Jetzt 15, dann haben wir nochmal einen, haben wir 16. Er ist zwar nicht so schnell wie der Extruder, aber das ist scheißegal. So, dann haben wir hier jetzt das Kupferkabel. Ich habe hier meine Ringe. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4. Dann brauchen wir jetzt 2 Pumpen. Ne, 3 Pumpen. 3 Pumpen waren das jetzt, ne? Drei Pumpen brauche ich insgesamt. Ich brauche nur mehr Motoren. Ich brauche 2, 4, 5, 6 Motoren. 6 Motoren brauche ich. Genau, dann brauche ich jetzt nämlich bitte nochmal 12 von den Rubber Sheets. Kommst du da hin? Gib mir 1, 2. Hammer. Dann brauchen wir jetzt die Pumpe, das heißt, ich brauche jetzt Tin Rod, Tin Schraube Hammer, das heißt, ich brauche jetzt 10 Zinn Ingots. Achso, die Wire Mill. Und hier rum. Einmal vor. Gott sei Dank. Also das darf ich, glaube ich, mit dem Ding nicht machen. Doch, kann ich auch machen. Klar. Da krieg ich wieder fast Panik auf der Titanic. So. Schmeiß mir hier die Batterie rein. Die nächste Batterie raus und gib's ihm und lad ihn. Rotz. Zwei Rotoren. Was will ich mit Rotz? Und Rotz. Und ich brauche noch Floatpipe. Die vergesse ich auch immer. Bin mal gespannt, wann ich das im Kopf eingespeichert habe. Du brauchst einen Rotor. Den habe ich ja mittlerweile schon auf dem Schirm hängen. Aber dass ich dann auch noch zwei blöde Pipes dazu braucht, die habe ich nicht auf dem Schirm. Die fallen jedes Mal vom Raster raus. Danke. So. Willst du mich verarschen? Ich habe kein Zinnkabel mehr. Das wäre jetzt der Oberhammer gewesen. So, Chemical Bath. 2 Glas. Auch noch.
heißt, du kommst dahin. Pumpe kommt. Was war das jetzt? Pumpe ist hier. Das ist hier. Das ist hier. Dann brauche ich nochmal 8 Stahl. Wiedersehen. Polyethylen. 8. Und das letzte Zinnwire. Jo, dann dahin. Info. Ja, ich hätte sogar noch eins. Ich hätte sogar noch welche gehabt, aber ist egal. Halt. Was ist denn jetzt schon wieder aus? Achso, klar, die Boards sind ausgegangen. Da habe ich hier die neuen noch nicht nachgeschmissen. So, danke. Ja, dann war das hier. Dann kommst du dahin und du kommst dahin. Basic Chemical Bath. Müsste jetzt ich eigentlich mein erstes haben, jawohl. So, und dann brauche ich jetzt als erstes mal die Dolly. Dann mache ich dich weg. So. Nächstes Chemical Bath. Da kommt bitte die Cutting Machine hin. Dann brauche ich hier die Pumpe. Und ich brauche einen Schraubendreher. Denn du musst jetzt machen Import. Gehst nach oben. Dann machst du Item Output. So, die Kiste kommt oben drauf und das Ding da kommt daneben. So. Und jetzt kommt das Chemical Bath da drauf. Wird nach oben gedreht. Dann füllt sich das schon mal. Ich habe den Magneten immer noch nicht gebaut. Mann, Mann, Mann. Aber ich denke da auch immer häufiger dran. Irgendwann mache ich es auch noch. Okay. Ich wollte Sugarcanes holen. Müsste ich hier welche drin haben. 12 Stück. Klingt gut. Das ist nämlich der kleine Vorteil. Zu dem anderen, da muss ich halt nochmal sozusagen einen kleinen Verarbeitungsschritt dazwischen machen. Irgendwann werden wir es noch machen. Ist ja nicht so. So, aber jetzt hauen wir einfach mal den Sugarcane ins Chemical Bath rein und voilà, wir haben Papier. So, das Schöne ist jetzt, wenn man jetzt halt unten diesen schönen Pfeil da drin, den Zauberstab drin hat. Fokus Tüge auf. Hey, ich kann zaubern. Das ist jetzt halt die gute Frage, wo da der Scheiß ist. Es ist meistens dann so dunkel, dass du nicht siehst. Wie gesagt, ich brauche mal Night Vision. So, ich lasse jetzt mal noch ein bisschen dunkel sein. Denn ich baue jetzt dieses Scripting Tool oder wie das wieder heißt. Scribing Tool. So, wir gehen rein und machen einmal Brewing Stand. So, jetzt haben wir hier eine Research Note bekommen. Die muss dann jetzt in diesen Table hier rein. Ja, aber dadurch, dass ich jetzt halt noch nicht alles weiß und ich muss jetzt halt dann alle Punkte miteinander verbinden. Also das heißt, ich kann jetzt einmal hier eine Linie entlang ziehen, wenn die muss noch nicht kennen, und muss halt alle mit, entweder halt das sage ich, okay, ich mache es jetzt einmal im Kreis
Oder ich sage, okay, ich gehe einmal hier in die Linie und gehe dann da nach oben, da nach oben, da nach unten oder da nach unten, dann da nach unten, dann darüber. Das muss man halt ein bisschen sehen. Und ja, das ist halt mein kleines Spielchen. Aber wie gesagt, das hat keinen Sinn, bevor wir nicht die ganzen Shards haben. Und die werde ich jetzt dann definitiv im Twilight suchen müssen. So, jetzt hoffen wir mal, dass ein paar finstere Gestalten hier gespawnt sind. Also wenn's du einen brauchst, ne? Null, niente, gar nichts. Aber wehe, ne? Du brauchst keinen. Na, und jetzt ist dein Zeug verbrannt, oder? Aber ihr seht hier diesen kleinen Punkt. Toll. Der hat seinen Loot selber verbrannt. So eine Sau. Aber unbesiegbar gibt's nicht mehr. Wenn da einer mit 56 Herzen einschlägt, ja, was wollen die machen? Und ich glaube, ich kann ja die Pfeile auch noch sharpnessmäßig machen. Was ich halt auch definitiv machen muss, ist, also noch nicht freigeschalten, ist dann auf jeden Fall Auto Repair. Das muss drauf. Das ist der erste, wo definitiv verwendet wird. Auch wenn es langsam geht. Langsam ist immer noch besser als gar nicht. So, und wenn man jetzt dann auf das Ding schaut, haben wir jetzt einmal den Ignis-Effekt, also einen Ignis-Punkt eingesammelt. Das heißt, jetzt macht auch noch Zombies killen Sinn, um den erstmal zu laden. So, ich hoffe, dass ich dann auf jeden Fall das Mob noch lese und verstehe. Und dann sind wir schon wieder am Ende der Folge. Dann wünsche ich euch wieder viel Spaß mit weiteren Videos und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.